Willkommen zurück zu Super Mario 64. 10 Sterne fehlen nur noch. 10 kleine Sterne. Und yo, den 111. Den müssen wir uns immer noch holen. Und es geht immer noch um die 100 Münzen in der allerletzten Welt. Wobei wir die zweitletzte ja noch gar nicht gemacht haben. Ich werde es jetzt noch einmal zusammen mit euch probieren. Ansonsten überlege ich mir irgendwie eine Notplanlösung, Dingsbums, wie wir das irgendwie verschnellern können. Also sprich mit Cuts und so. Weil immer wieder hier das Gleiche angucken, irgendwann ödet es doch jeden an. So. Jetzt bin ich natürlich eventuell ein bisschen raus, muss erst mich mal wieder einkriegen. Du! Ja, natürlich, das war jetzt kein richtiger Versuch. Ich wollte nur noch mal kurz testen, wie lange wir theoretisch Zeit haben, bis der Teppich verschwindet. Und wir haben verdammt wenig Zeit. Hey, jetzt haben wir noch 11 Leben für den 111. Stern, das passt doch. Also, alles ein bisschen schneller. Jetzt machen wir ernst. Wie war der Plan? Der Plan war, dass wir erst da hinten hingehen und dann zu den roten Münzen, wo es doch deutlich einfacher ist. So, jetzt zack, ich hoffe, ich habe keine Zeit. Oh, geh weg. Und gleich wieder dahin, bevor er abhauen will. So. Gut. So, jetzt geht das wieder los. War ja klar. Mario, du Arsch! Mann! Ach komm, das ist noch nie passiert. Was ist denn heute los? Das ist noch nie passiert. Normalerweise kann ich mit dem Feuerarsch immer auf dem Teppich bleiben. Nochmal, das zählt nicht. Ich möchte euch schon einen richtigen Versuch zeigen, bevor ich hier zu Maßnahmen gehen muss, die ich eigentlich nicht gehen möchte. Aber irgendwann hängt mir das Ding auch bis dahin aus. Ich bin mal gespannt, ob wir die 10 Level noch brauchen werden. Ich hoffe nicht. Komm, schneller, schneller, schneller. So. Okay. Ich merke gerade, ich habe meinen Controller nicht 100% konfiguriert, so wie ich sonst immer mache, dass ich mit dem rechten Analogstick jetzt die Kamera nachjustieren kann. Aber egal, das kriegen wir auch so hin. Ich habe jetzt keinen Bock, da nochmal in die Einstellung zu gehen. So. Jetzt gehen wir Lucky to töten, ist eigentlich eine Option, aber auf die... Oh, nee, Junge, Junge, komm. Wir haben ja das... ja doch, wir haben auf den drehenden Dinger müssen wir ihn töten, ne? Das ist ja... Obwohl, wenn hier ein Herz ist, dann kann mir eigentlich kaum was passieren. Ich wechsle mal die Plattform, das geht mir gerade hier in den ganzen Spikies ziemlich auf die Nüsse. Ja, toll. 2 Münzen verloren, aber an denen soll es ja jetzt hoffentlich nicht scheitern. Gut, ich muss... shit, ich glaube, ich muss doch nochmal in die... In die Einstellungen, damit ich die Kamera... Warte mal, ich glaube, ich habe... Ach ja, doch, ich kann immerhin nach rechts drehen. Das ist ja immerhin etwas. Nee, das wollte ich jetzt nicht. So, jetzt haben wir's. Okay, wenn ich in eine Richtung drehen kann, dann reicht das erstmal. Wir wollen jetzt erst dahin, wo es schwer ist. Und ich würde einfach mal sagen, wir machen, wenn ich jetzt draufgehen sollte, hier einen Cut. Also hier würde ich euch dann wieder einschalten, damit wir nicht zumindest nicht immer den Anfang und so... So, Shy Guy, der hat mich, glaube ich, letztes Mal getötet, ne? Arsch, komm her. Spüre meine Faust. Komm her, komm her. Okay, dann spüre halt meine Tritte. Der gibt ja nur 2 Münzen, das ist so ein Geizkragen. Okay, warte, da war, glaube ich, noch eine Münze. Okay. So, nochmal versuchen zu drehen. Ja, okay, alles klar. Ich kann ja eigentlich so drehen, wie ich Bock habe. Gut. So, wo gehen wir als nächstes hin? Ist da hinten noch was? Nee, okay. Dann, nee, komm nochmal. Muss mal sicher gehen hier. Komm, komm, weiter, weiter, weiter. Gut. Oh, jetzt! Okay, alles klar. Da kommt meine Schaukel. Ich weiß nicht, soll ich zu den Pyramiden gehen, aber... Da ist noch eine. An der einen, ne? Ich brauche alle. Ich brauche sie alle. Wie sollen die denn kommen? Warte mal, ist unter mir Boden? Ich glaube schon, oder? Ich weiß nicht genau. Ich sollte... Ich glaube schon, dass unter mir Boden ist. Wie sollen denn die kommen hier? Komm. Hab ich sie? Nee, ich glaube nicht. Ich habe nichts gehört. Komm schon. Oh Mann, ach, da leck mich doch am Käppel. Dann gehen wir halt doch erst weiter. Wir müssen ja eh nochmal zurück. Rückweg und so. Aber irgendwie ist die Kamera... Ich weiß nicht, der ist so nah irgendwie. Oh, hier muss ich mich beeilen. Komm da hoch, Mario. Wir haben keine Zeit. Okay, und rüber.
Oh, war ja. Oh Gott, gut, gut, gut. Beruhig dich jetzt erstmal. So. Wir beruhigen uns. Ich versuche nochmal an der Kamera rumzuspielen mit der Hoffnung. Ja, jetzt ist sie wieder normal. Okay. Okay. Lassen wir es einfach so. Weiter. Ja, da kommt meine Mitfahrgelegenheit. Wir haben 34 Münzen. Das ist noch nicht so viel. Und ich bin mir gar nicht sicher, wo ich hier noch großartig Münzen bekommen soll. Gumba, komm mal her. Gumba. Hallo. So. Okay. Ja, das sind noch 5 wertvolle Münzis. Wieder meine Schaukel. Wo führt die denn hin? Zum Stern, da ist es so. Ich gehe trotzdem mal hin. Vielleicht ist da ja so ein Münzring, den man jetzt noch nicht sieht. Manchmal ist das ja so. Okay, schnell. Ne, hier ist gar nichts. So, ich mache jetzt mal einen kleinen Trick. Ich drücke Start, dann kann ich mich nämlich ein bisschen umgucken. Ja, also hier in der Umgebung sehe ich jetzt gerade keine Münzen. Ja, jetzt die Pyramiden, das ist die Frage. Soll ich da hin oder nicht? Das ist ziemlich gefährlich dort. Ich schaue mir das nochmal an. Ich komme ja... Ich weiß nicht, ob ich da nochmal zurückkomme. Nee, da komme ich nicht mehr zurück. Nee. Das muss ich lassen. Das ist eine Einbahnstraße. Nee, dann geh mal zurück. Hör auf. Lass das. Wir gehen zurück. Also soweit, so gut. 40 Münzen haben wir. Man denke an die blauen, die es ja da noch gibt. Das waren nicht wenige. Ich sehe das doch richtig, dass ich mich hier fallen lassen kann. Genau. Ja, genau. Jetzt mach du. Hä? Ja, doch, passt. Wieder dahin, ne? Wieder zu meiner Schaukel. Da ist noch die eine Münze. Vielleicht kriege ich es ja von der Sicht. Komm her! Nein. Komm her! Nein. Oh, oh. Okay, ich lebe noch. Ich glaube, ich soll die eine Münze lassen. Sonst endet das ganz schlimm. Was haben wir hier? Ich glaube, nur ein Leben. Ja. Okay. Dann, ja, zurück. Und wenn es an der einen Münze scheitert, ich brülle. Aber das darf eigentlich nicht passieren. Wichtiger ist, dass wir alle blauen Münzen bekommen an der einen Stelle. Aber das war gar nicht so schwer, ne? Den Zickzack-Sprung beherrsche ich ja zum Glück. Oh Gott, hoffentlich kriege ich den Sprung jetzt hin. Ja, alles cool. Okay. Also, wir gehen zurück. Und ich würde sagen, wir setzen einen imaginären Checkpoint an dieser Stelle. Wenn ich sterben sollte, zeige ich euch diese Ecke nicht mehr. Gehen wir zur nächsten Ecke. Ja, und eigentlich ist das doch jetzt nur noch die Ecke da hinten, weil da die Regenbogenstraße, da komme ich auch nicht zurück. Doch, da komme ich zurück. Bei der einen komme ich zurück, wenn ich den Teleporter benutze und das werde ich auch tun müssen. Okay, dann wissen wir, was wir zu tun haben. Lucky Two haben wir ja zum Glück schon besiegt. Oh, das ist aber so schwer. Diese Ecke, die wird jetzt... Und ich muss überlegen, in welche Richtung. Ich möchte in die Richtung... Also ich möchte nicht auf das Piratenschiff. Ich habe natürlich vergessen, welche Richtung das war. Das ist so klar. Ich will wieder zu dem Schloss, da wo der Teleporter war, der mich dann zu den roten Münzen führt. Tja, 50-50 Chance, ne? Schauen wir mal, ob sich der Spaß lohnt. Hier ist eine Münze, wow. Oh Mann. Noch eine. Aber ich wette mit euch, das ist so knapp bemessen. Ich muss die Fahrt machen. Das wird ohne nicht klappen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube aber, ich will nach rechts. Also nach rechts abbiegen dann. Für das, ja, ich meine schon. Ja, schon schnell. Ja, es müsste rechts gewesen sein. Das sind auch mehr Münzen. Augenscheinlich. Ah, Gott, oh Gott. Ich kann dann... Ich krieg da echt einen Rappel. Oh, die Münzen. Einmal springen. Den Rest muss ich lassen. Ich habe keine Zeit. Ich muss ja wieder... Da drauf! Scheiße. Das war's.
Nein! Kann ich irgendwas retten? Ja, ich denke, ich kann was retten. Ich muss mich mal umgucken. Klar, ich muss die Fahrt nochmal machen. Kann ich mich jetzt nicht? Doch, ich kann mich umgucken. Wenn ich, ist alles noch im grünen Bereich. Ich könnte hier irgendwie nochmal zu meinem Anfang hüpfen, denke ich. Nochmal genau schauen. Hier hin. Oh Gott, kriege ich das hin, ey. Ich mach einfach mal. Ich sehe nix. Scheiße. Doch, ich. Nein. Ah! Nein! Okay, kein Problem, Leute. Wir haben ja einen Checkpoint. Wir sehen uns wieder kurz vor der Regenbogenfahrt. Bis dann. Jo, da bin ich wieder. Und wie ihr seht, wir haben ein bisschen Plus sogar gemacht. 42 Münzen. Und, oh, sogar noch mehr Plus. Obwohl, habe ich die das letzte Mal schon mitgerechnet. Ich weiß nicht, aber jetzt haben wir genau 50, bevor wir unsere Regenbogenfahrt mal wieder fortführen. Ich habe auch an der Stelle ein Safe State gesetzt. Ich gehe auch ganz ehrlich damit um. Wenn ich jetzt drauf gehe, hole ich die Münzen nicht nochmal und nochmal. Man möge es mir verzeihen. Ich werde dann den Safe State laden. Ich weiß, es ist für manch andere ein absolute Kriminalität, Delikt, Dingsbums, Sünde, was man niemals machen dürfte, sollte. Sehe ich teilweise auch so, aber ja, ich möchte ja euch was präsentieren. Bei Let's Plays halt das ist ein bisschen anders. Ich halte mich ja grundlegend sehr damit zurück und mache davon eigentlich keinen Gebrauch, aber man möge es mir verzeihen. Für diesen einen Stern, sonst ja, zieht sich das ja ewig hin. Ich meine, ich habe heute auch noch ein bisschen was anderes zu tun. Ich möchte noch zum Chinesen, ich habe Hunger und so, wisst ihr. Real Life und das wäre ja schade. Oh, ich muss was machen. Oh, die Kamera ist kacke. Ja, das habe ich jetzt schön vergeigt. Gut, dann ist es jetzt halt mal vergeigt. Ich habe gerade Ding. Ich muss euch nämlich noch was sagen. Ich habe nämlich mit der Kamera wieder ein bisschen rumgespielt. So, ich kann die Kamera drehen. Allerdings nicht mehr da, wo ich es gewöhnt bin. Deswegen gab es jetzt ein paar Probleme eben. Jetzt habe ich 5 Münzen nicht geholt. Ich hoffe, das wird jetzt nichts nicht für mein Verhängnis sorgen. Aber dafür haben wir ja die erste Hälfte dafür ein bisschen besser erledigt. So, ich muss mir einfach nur merken, dass auf den Tasten jetzt meine Drehtaste ist. Das war total verwirrend. Als ich nämlich die 50 Münzen nachgespielt habe, oh, die muss ich jetzt schnell holen, da war doch tatsächlich auf meinem PlayStation 3 Drücker 6-Axis aktiviert, also die Bewegungssteuerung. Was früher noch nie ging, das muss durch das neue Update der Treiber liegen. Das hat mich total irritiert, denn ich war da an der Stelle und wollte einfach nur rumjumpen. Auf einmal hat sich die Kamera wie blöd gedreht, weil ich halt den Controller unmerklich ein bisschen bewegt habe. Das war total verwirrend. Aber na gut. Wie ihr merkt, es lohnt sich nicht so großartig, finde ich jetzt, die Regenbogenfahrt. Ah gut, da kommen noch ein paar, okay. Ja doch, dann lohnt es. Komm auch hoch, ne? So, jetzt wieder drehen. Nein, falsche Richtung, die will ich haben. Ich brauche einfach diese Seitwärts. Oh doch, das lohnt sich richtig. Also da haben wir den richtigen Kurs angeschlagen. Und jetzt müssen wir ja auch wieder ins runter, weil unten ja unser Teleporter ist. Also wenn wir jetzt nach unten fahren, dann werde ich nicht weiter hoch zum Stern fahren. Ich denke mal, dass da jetzt nichts mehr sein wird. Und dann gehen wir zu dem Teleporter. Der war ja hier irgendwo draußen. Hier, ne? Das war ja total, oder war der da auf diesem... Der war auf dem Steg da, ne? Ja, sonst... Ich meine, was hätte das sonst für eine Daseinsberechtigung? Okay, dann gucken wir mal. Dass sich wieder was tut. Ich habe es mir natürlich nicht gemerkt. Hallo? Wo war der Teleporter? Okay, ich stelle mich nochmal hin. Muss ja ein bisschen stehen bleiben, ne? Aber so lange auch nicht. Ja, da vielleicht doch... Also, man sollte sich ja den Regenbogen angucken. Irgendwie so hat es geheißen. Irgendwo hier ist doch was passiert. Oder war es doch auf dem Balkon? Ich gehe nochmal auf den Balkon dann. Erstmal hier noch testen. Hier mal ein bisschen stehen bleiben. Hier. Nee, da passiert gar nichts. Okay, dann gehen wir nochmal hoch. Ah ja, da war ich einfach nicht lang genug gestanden. Oh ja, Wind, 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 Wind. Na, dummes Leben. Wind, Wind, Wind. So, jetzt ist klar, was wir tun. Wir gehen zu den roten Münzen und dann zu den blauen Münzen. Und ich hoffe dann einfach, dass es reicht. Dass wir das geschafft haben dann. Dann habt ihr noch nicht einmal
einen Cut miterleben müssen, also diesen Safe State. Wenn das jetzt auf Anhieb klappt, mal schauen. Oh, ja, das war gut, okay. Komme ich da jetzt nochmal hoch? Natürlich komme ich da nochmal hoch. Sehr gut. So, mach einen Weitsprung. Jawohl, Mario. Ich habe dich voll unter Kontrolle heute. Das gefällt mir. Das kann ich nämlich nicht oft behaupten. Gerade bei der Münze. Wie oft haben wir uns da blöd angestellt? Guck mal, ey. Wie eine 1, der Mario. Wie eine 1 heute. Heute ist sein Tag. Das ist so schön. Nein. Okay, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm, Mario. Alles cool. Ist immer noch der Beste heute. Ja, okay, Mario. Langsam. Ne? Also... Ich merke schon, ein Lob kommt dir nicht gut. Ein Lob kommt dir einfach nicht gut. Da freut sich der Honk auch noch. Ja, Mario, hast wieder alles verscherzt. Ich hab dich echt toll. Wie lang war das? 30 Sekunden habe ich ihn jetzt lieb gehabt. Jetzt ist er wieder der Vollhonk hier vom Dienst. So, komm, jetzt hast du wieder deinen alten schlechten Ruf. Jetzt kannst du wieder rumspacken. Da, hopp. Na bitte, geht doch. Hat da oben jetzt noch eine? Oder habe ich die geholt? Ich gehe nochmal gucken. Da links. Ja, da ist noch einer, okay. Den müssten wir ja mit dem Weitsprung hinkriegen. Komm! Brav! So, nein, ich habe dich nicht gelobt, Mario. Vergiss es, ich habe dich nicht gelobt. Sonst dreht er wieder durch. Das bekommt ihm einfach nicht so gut. Ich glaube, Leute, das wird klappen, wenn ich so auf unseren Kontostand gucke. Also, das waren definitiv mindestens 4 blaue Münzen. Rush! Oh, okay. Ich hoffe es zumindest, dass es mindestens 4 waren, keine 3. Wenn es 3 werden, würde ich heulen. So, ach, guck mal an. Ne, es können ruhig 3 sein. Ich habe ja hier noch 2 Bob-Bombs. Bloß nicht den Stern holen. So, wo ist der andere Bob? Hey, Bob, komm her. Ne, okay, das geht auch noch. Ja, Mensch, 3 blaue Münzen. Wer sagt's denn? Was machst du schon wieder hier? Ich hab dich doch gerade beseitigt. So, da gibt ja auch keine Münze mehr, ne? Genau. Okay, also wir wissen, was zu tun ist. Zickzack-Sprung an der Stelle. Letzte Hürde. Oh Gott, komm schon. Komm, 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 komm. Nein! Ich hasse dich. Mario, ich hasse dich. Ich hasse dich! Ja, was soll ich jetzt machen? Der blaue Schalter regeneriert sich natürlich nicht. Das heißt, ich bin hoffnungslos hier verloren. 10 Münzen nochmal zu sammeln. Gut, wir könnten es probieren. Machen wir es auf die Hardcore-Nummer. Wir könnten nochmal zurückgehen zum Piratenschiff. Ich habe ja gemeint, da kommen wir nicht zurück. Stimmt nicht ganz. Denn wir haben ja den rosa Bob-Bomb. Mit dem haben wir ja gesprochen. Und ich meine, auf dem Piratenschiff war ja die Kanonenkugel. Das heißt, wir müssen uns ja dann... Ne, müssen wir nicht. Wir müssen ja gar nicht mehr zurück. Was rede ich denn? Ich muss ja einfach nur jetzt noch 10 Münzen irgendwie sammeln. Okay, gut, probieren wir das. Und ich dachte schon, ich hätte es fast. Ey, das ist so gut, ich bin selbst schuld. Ich hätte es hier und da hätte ich es jetzt beenden können. Nein, natürlich nicht. Das ist die Aufregung. Normalerweise liegt mir das blöde Zickzack-Sprung, aber jetzt natürlich letzten 10 Münzen, Bammel. Natürlich klappt das nicht. Bleibt nur zu hoffen, dass ich auf dem Piratenschiff noch 10 Münzen bekomme. Aber ich denk's doch. Normalerweise haben sie ja immer hier und da was für mich. Aber erstmal hinkommen. Ja, Mario. Mario. Mario, du Scheißhonk, du elendiger Drecksack, du Dummkopf, ey, du. Okay. Ja, also somit werdet ihr doch leider Zeuge eines Safe Status. Ja, weiß nicht, mal eine Regenbogenfahrt nochmal machen. Naja, um das interessanter zu gestalten, machen wir jetzt, ja klar, den Safe State, aber ich zeige euch nochmal das Piratenschiff. Mal gucken, wie viele Münzen wir da bekommen. Und ja, bis gleich. Yo, Freunde, da bin ich wieder. Und, ich möchte jetzt was anderes machen. Ich sammle jetzt die blauen Münzen. Ich habe nochmal spontan mich umentschieden. Ich sammle jetzt die blauen, damit ich dann nicht mehr so... nervös bin und dann werde ich mich an das sowieso Schwere wagen und vielleicht reicht dann auch eine Route, wenn ich mich bei den Blauen jetzt gut anstelle. Wenn ich mich nicht gut anstelle, dann ja, dann müsste ich wieder beides machen, aber das will ich will das jetzt hinkriegen. Das ist eigentlich nicht so schwer. Komm. Komm, komm. Ja, geht doch.
Das holt. Guck mal, wie viel das sind. Guckt euch das an, wie viel das sind. Das ist doch Wahnsinn, oder? Und wie wenig wir jetzt eigentlich nur noch brauchen. Vor allem, wenn ich jetzt noch die roten Münzen sammle, dann habe ich schon 90. Also das war definitiv die bessere Wahl, denke ich. Da muss ich nämlich noch nicht mal so weit fahren. Da bleibt nur die Frage, wirklich zum Schiff oder nochmal zum... Ja, eigentlich egal, was wir dann machen. Überlege ich mir noch. Was war einfacher? Eigentlich ist beides bockschwer. Ich werde aber dann euch das jetzt hier auch zum letzten Mal zeigen. Dann werde ich auch nochmal ein Safe State setzen und die letzten 10 dann... Ja, mal gucken, wie viele Versuche das dann noch braucht. Ja, aber erst noch hier fleißig sammeln. Jetzt habe ich da oben noch ein paar übersehen. Guck ich, nee, da komme ich dann nicht hoch. Da muss ich wieder den Weitsprung machen. Dreh dich um. Mario, nochmal. Komm, dreh dich um. Oh, komm. Jo. Oh, du... Er ist aus der Hölle, oder? Das Kind ist echt aus der Hölle. Hopp, mach. Ja, geht doch. So, jetzt holt sie erst die... Bei dem anderen darf er sich dann fallen lassen. Das kann er nämlich am besten. Komm. Gut. Warte mal, wo ist die? Wieso habe ich erst 6? Egal. Jetzt holen wir erstmal die. Hopp, dreh dich doch, ey, wie er die Wand knutscht. Und hopp. Gut. Ja, das tut weh, ich weiß. Gut, ganz links hier. Jawohl. So, 90, Wahnsinn. Warum habe ich das nicht gleich so gemacht? Aber gut, je höher der Kontostand der Münzen, desto blöder stelle ich mich ja bekanntlicherweise an. So. Ja, jetzt die Frage der Fragen. Welchen Weg gehe ich? Ich mache hier den Safe State jetzt. Also, ich habe nämlich jetzt schon so Bammel. Einen Moment bitte. Jo, da bin ich wieder. Und ich wollte ja eigentlich nur mal kurz Safe Staten und ich wurde sofort bestraft, indem ich ja die falsche Taste gedrückt habe. Ich durfte es nochmal machen. Ich durfte nochmal an die Stelle spielen. Ich durfte nochmal failen. Aber immerhin, ich kann hier ein paar Münze sammeln. Jetzt sind wir schon verdammt den 100 Dingern nahe. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, wenn wir jetzt diese letzten Münzen hier sammeln. Ich kann es nicht mehr sehen. Aber gut, was will man machen? Es ist ja auch der letzte Stern. Und die Welt, die dann kommt, die eigentlich die zweitletzte ist, ich bin mir relativ sicher, dass die dann richtig gemütlich wird. Ich muss jetzt nur aufpassen, ich bin mir jetzt nicht sicher, was wird meine hundertste Münze. Je nachdem muss ich halt gucken, dass ich die dann auch noch den Stern dann erwische, weil der ja genau in dem Moment dann erscheint. Also Nummer 99. Jetzt wird's spannend. Ja, eigentlich hätten wir jetzt schon, ne? Die 100, wenn ich jetzt einen kleinen Fehler gemacht hätte, durch das nochmal laden musste ich ja, hatte ich dann nicht mehr meine 90, sondern 89. Das war halt jetzt ein bisschen ärgerlich und deswegen muss ich jetzt hier noch weitermachen. Aber na gut, ja, super, jetzt habe ich mich entschieden, dahin zu gehen, aber vielleicht ist das auch gut so, mal gucken. Komm, komm, komm! Oh, Gott sei Dank, hatte ich den Sprung geschafft, ey. Aber gut. Schauen wir mal. Irgendeine Münze wird es da oben doch bestimmt geben. Ah, ich kann dann auf das Teil drauf, aber bringt mir das was? Bin ja mal gespannt, was denn jetzt muss mir noch was anderes bringen hier. Okay, ich brauche aber eine bessere Perspektive. Ja, so sehe ich das besser. Oh Mann, ich hoffe, ich kriege hier eine Münze. Warum bin ich nicht auf dem scheiß Regenbogen geblieben? Naja, mal gucken. Ich sehe nix! Ich sehe nix! Okay, okay, ich bin aber drauf, glaube ich. Ich warte jetzt einfach mal ab. Ja, die können doch hier kein Dead End bauen. Warte mal, ich glaube, ich kann da an der einen Stelle... Oh, nee, das geht doch... Ah ja, hier oben ist mein Piratenschiff. Ach toll, warum habe ich das gemacht? Warum bin ich denn hier runtergetüppelt? Kann ich denn hier irgendwo... Naja gut, dann... Was bleibt mir anderes übrig, wie es zu versuchen? Aber das geht doch nicht. Ich kann doch jetzt unmöglich... Ich könnte da hinten sind meine, wenn ich einen Weitsprung machen, gekonnter Weitsprung, aber... ich glaube, ich werde wieder runtergehen und dann mal... Boah, ich mach hier... Komm, geh nochmal an dieses Kletterteil. Wir gucken uns das nochmal an. Das ist ja gar nicht so weit weg. Vielleicht kann ich da... Och, komm, Sicht. Ärgere mich nicht. Vielleicht kann ich da einfach hinlatschen. Ich glaube, noch eins. Nee, oh, das sind die... Das sind sie. Ja, das könnte mit einem Weitsprung hinhauen. Ach, Gott. Na gut, los. Ja, ich bin drauf, okay. Wir gehen jetzt die Richtung.
finde ich zwar ein bisschen blöd, weil ihr habt selbst gesehen, das sind nicht wirklich Münzen. Aber weiter oben Richtung Schiff, da ist bestimmt irgendwo eine Münze. So, jetzt nur aufpassen, dass da nichts schief geht. Aber das haben wir alle schon mal gemacht. Die 100. Münze. So, springen, auf das Ding drauf, jawohl. Mitdrehen. Ey. Das ist doch echt ein Kampf hier. Wow. Wann hört das endlich auf? Noch einmal muss ich springen. Komm, 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 bleib auf dem Ding. So, jetzt sind wir oben. Jetzt kommen wir gleich zum Schiff. Jetzt sind wir gleich da. Okay, da kommen diese Hürden. Da ist auch nichts von der Münze zu sehen. Oh Gott. Das haben sie echt super fies gemacht. Na gut, komm. Oh Gott, ich hasse das jetzt schon. Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. Okay, brav. Oh, da muss ich aufpassen an der Stelle. Ich sehe nichts. Okay, ja, ich bin da! Nein! Halt, Münzen! Münzen! Nein! Warte, nein! Oh Gott! Ja, ich werde jetzt laden. Ich hoffe, ich muss gucken, ob er das jetzt auch übernommen hat. Einen Moment bitte. Jo, okay, wir sind wieder da. 89 Münzen nach wie vor. Also ich denke, mit all dem, was mir hier angetan wird, werdet ihr jetzt mir nachsehen, dass ich hier das einen Tick einfacher gemacht habe. Ich leide doch schon genug, oder? Leide ich nicht schon genug? Sagt es mir. Wir nehmen jetzt die andere Route, da wo ganz viele Münzen waren. Ich werde nicht mehr da absteigen. Ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. Ich bin einfach... das ist die Nervosität, ich sag's euch. Ich kann einfach nicht mehr klar denken, wenn ich so viele Münzen auf dem Konto habe. Das ist ganz furchtbar. Da hat man überhaupt keine Konzentration, nichts mehr. Da ist alles kaputt im Kopf. Nur noch Brei. So. Aber diesmal schaffen wir es. Diesmal werden wir nicht den falschen Weg gehen. Ja, ich denke, auf dem Schiff, da hätte man natürlich Münzen bekommen. Aber nö, im letzten Moment klappt es natürlich nicht mit dem Schiff. Ihr könnt ausrasten. Aber irgendwie mag ich es auch. Man möge meinen, es macht mir keinen Spaß, aber doch, es macht sehr viel Spaß. So. Da sehen wir unsere Münzen. Ein Wandsprung, komm. Mario, egal, dann spring nochmal hin. Leck mich am Käppel und hol dir diesen Stern jetzt. Spring, 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 spring. Ja! Hau nur ab hier! Ja, okay, hau ab, tschüss. Ja, hopp. Kannst ruhig weiter abdüsen, ja? Ich guck dir zu. Lalalalala. Das ist das Ende des Klempners. Oh Gott, jetzt stirbt der noch nicht mal, wenn ich's will. Ach, geht doch kacken, ey. So. Wir haben's, Leute. Wir haben's. Wir haben die 100 Sterne. Wir haben die letzte Welt abgeschlossen. 111, es fehlen nur noch 9. Unglaublich schön. Jetzt gucken wir noch ganz kurz in die zweitletzte rein. Die ist nämlich hier bei der Uhr. Da bin ich schon sehr gespannt, aber wir haben jetzt eigentlich gar keine Zeit mehr. Aber kurz reingucken, einfach damit wir was anderes sehen, wie diese luftigen Höhen. Da, guck. Ja, ganz wichtig, wie mir schon des Öfteren gesagt wurde, in welche Zeit wir da reingehen. Aber jetzt zum kleinen Reingucken springen wir einfach wahllos rein, damit wir ja die reguläre Welt von Kurs 14, das Tick-Tack-Trauma sehen. Rolle den Käfig. Das ist unser erster Stern, den werden wir aber heute nicht mehr schaffen. Och ja, es geht ja schon gut los. Hier schon wieder die blöde Musik. Ich dachte, jetzt bin ich die Musik los. Huch. Oh. Ja, wir wollten ja nur kurz reingucken, habe ich ja gesagt. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass man da auch gleich wieder runterfahren kann. Ich will jetzt nochmal kurz gucken. Das war jetzt gar nichts. Ich dachte, ich kann da jetzt einfach runterspringen. Da ist nichts, aber nö, da ist auch ein Abgrund. Na gut, aber ein Abgrund, den ich durchaus beherrschen kann, denke ich mal. Da sind übrigens die. Ich will jetzt einfach mal dahin, ich will mich umgucken. Bob, es geht mir nicht auf den Keks. Ja, ich verstehe schon, ihr seht diese rotierenden Dinger. Oh, schöne Münzen. Ja, Münzen, Münzen, Münzen. Und die kann man zum Stillstand bringen, wenn man zur richtigen Zeit reinspringt. Oh Gott. Wenn man das nämlich nicht tut, dann ist das doch total krank, mal ehrlich. Nee, ey, also das mache ich im Stillstand, also. Was ist das für eine Kranke? Also, nee. Nee. Was gibt's denn auf der anderen Seite? Ah ja, das sieht doch schon mal humaner aus. Ist im Stillstand natürlich auch nochmal ein Tick einfacher.
Vielleicht auch zu einfach. Ich geh mal die Kamera darüber, so. Kamera nach oben. Okay. Ja, ist natürlich eine absolute Geschicklichkeitswelle. Das ist ja genau das, was mir so unglaublich nicht liegt. Und... aber es ist gut, dass wir uns das auch mal in Bewegung angucken. Wäre ja langweilig, wenn wir gleich vornherein sagen, nee, das muss alles im Stillstand sein. So, oh Gott, guckt euch das an. Und die soll wirklich einfacher sein wie 15? Oh, oh. Oh gut, da passiert ja gar nichts. Okay, das könnte ja ein langes Unterfangen werden. Wenn das so weitergeht, springt er ab, springt er ab. Okay, nächstes Mal gucken wir uns das definitiv im Stillstand an. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, bis es wieder heißt Let's Play Super Mario 64.